Moinsens, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Ja, die guten unter euch, die treuen Zuschauer, die ich hier sowieso nicht haben werde oder habe, und die ganzen weiblichen Fans unter uns, die ich auch nicht haben werde, die wissen jetzt inzwischen, worum es sich hier handelt. Ich gehe mit gezielten 60 FPS in einer letzten 8-Minuten-Runde von 40 Minuten auf die strammen 9 Millionen XP los. Ja, mein lieber Blue Boy, es geht schon los. Ihr seht, dieser Randy hat es irgendwie in den Klang geschafft. Fragt mich nicht, was sich Easy dabei gedacht hat. Aber Easy hat mir hoch und heilig versichert, dass der seit langem der beste Spieler ist, den er gesehen hat. Naja, hallo, ja, es geht los. Alter, bist du zu dumm oder was? Hör mir doch mal zu, auch wenn du nicht DS bist oder so. Mein Gott, ey, so ein Randy, ey. Ich fahre nie wieder mit dem Bieden. Aber es hat sich so angeboten. Ich habe nämlich ein bisschen geschwindelt. Ich habe nicht über 9 Millionen. Ich habe 8,98 Millionen. Und jetzt habe ich das große Ziel, dass ich das jetzt erstmal verwirkliche. Die 9 Millionen. Dann geht es daran, endlich mal Flash Gold zu überholen, damit ich endlich mal seit Ewigkeiten wieder Grad 6 werde. Ich bin nämlich diese verfluchte 7 einfach leid. Und naja, dann nehme ich vielleicht mal den lieben Rysik in den Angriff. Mal gucken, wie das jetzt wird. Es ist ja bald wieder Schulbeginn. Aber noch sind ein paar Tage Zeit. Wie gesagt, das kommt alles dann ab Montag dann nach oben. Das wird wahrscheinlich am Mittwoch hochkommen, weil ich noch einiges ansonsten noch auf Platte habe. Aber während der Schulzeit kann und will ich nichts hochladen. Da ist die Zeit fürs Zocken und Aufnehmen da, damit ich dann wenigstens in der ersten Woche nicht so den Überstress habe mit dem Aufnehmen. Weil ich mir jetzt hoch und heilig geschworen habe, dass ich jetzt euch ab und zu, beziehungsweise jetzt wieder, regelmäßig Videos bringen werde. Dafür schwöre ich jetzt mit der Tri-LP-Qualitätsoffensive. Beziehungsweise mit dem Tri-LP-Qualitätsversprechen. Ihr habt es ja gesehen, ich war in der letzten Zeit nicht so sehr aktiv. Das lag daran, dass ich unterwegs war im Spreewald und in Italien. Und ich hatte eine katastrophale Busfahrt nach Italien. Aber davon rede ich jetzt nicht mehr. Die habe ich schon im letzten Video erwähnt. Das Einzige, was jetzt noch zählt, sind meine 9 Millionen XP. Und an dieser Stelle möchte ich mal, Amor, falls du dieses Video sehen willst oder würdest, beziehungsweise ob du es überhaupt wisst, als ich dieses Video mache, bist ein kleiner Schlingel. Ich habe nämlich in einem deiner Videos gesehen, dass du tatsächlich einfach deine XP rausretuschiert hast. Du kleiner Schlingel, du, da bist du doch eigentlich... Ihr müsst nämlich wissen, zu der Zeit, wo Amor noch hoffnungslos Grad 10 war und hoffnungslos abgeschieden war und wo er dann auf einmal diesen Anfall hatte, diese Gradgeilheit, keine Ahnung, wie ich es anders beschreiben soll, habe ich mir mit Amorph immer so jeden Tag am Ende unsere XP ausgetauscht. Und als dann die Zeit kam, wo er dann langsam auf die 10 Millionen zuschritt, hat er dann immer weniger von sich rausgerückt. Und als dann über 10 Millionen war, hat er dann gar nichts mehr gesagt. Nicht mal bei mir. Amorph, wenn ich dich jemals im Real Life treffe, ja, die Cockschelle bricht dir das Genick. Lass es dir gesagt sein. Gut, ansonsten, was ich in diesem Video mal fragen wollte, an die wenigen Zuschauer, die wieder bisher geschaut haben und sich bei meinem Scheißgelaber noch nicht verabschiedet haben: Wie sieht es denn bei euch aus? Was habt ihr in den Ferien unternommen? Was ist euer Ferien-Highlight? Habt ihr denn überhaupt noch Ferien und könnt jetzt schreiben, GP, du Scheißopfer, ich muss wieder zur Schule, ihr nicht? Würde mich echt interessieren, Leute, haut's in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, probiere ich jetzt auch irgendwie die letzten 4 Minuten 30 von diesem XP-Video erholsam rumzukriegen, unterhaltsam rumzukriegen, damit ich jetzt endlich 9 Millionen kriege und danach gehe ich erstmal AFK abartig fett kacken, denn ich hatte gestern Dünnschiss, der blutig war, und jetzt treibt sich die Wurst gerade wieder an meine Rosette, sie kitzelt schon meine Unterhose. Boah. Ich frage mich, wer jetzt abgeschaltet hat. Bestimmt auch wieder die Hälfte. An die verbliebenen 10 Zuschauer, die bisher geschaut haben, meine Grüße. Ihr seid die geilsten. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich überlege... Sorry, Leute, meine Gedanken kreisen gerade um das Spiel MH4U, Monster Hunter 4 Ultimate. Falls das einer von euch besitzt, immer in die Kommentare schreiben, da können wir gerne mal eine Runde zusammen zocken. Und der zweite Gedanke, würdet ihr euch von mir drei... Ich weiß, das wird jetzt sowieso nur noch einer sehen. Nein, werde ich nicht. Ihr müsst wissen, dieser Ober-Randy hat so einen Channel. Und den werde ich auch garantiert nicht verlinken, allein schon, weil das so ein Oberkack-Randy ist. Als ob ich dir so einen Random-Channel vorstelle, ey, nur... Ohne Spaß, Alter, nur weil du Clan-Mitglied bist. Was hast du jetzt hier, du hast irgendwelche Privilegien oder was? Nix ist. Ohne Spaß. Nur weil du mit im Clan bist, ich muss mal mit Easy darüber reden, ey. Dass er so einen Kackspaß in den Clan lässt, das geht echt auf keine Kuhhaut.
Ach ja, da erinnert mich an was. Der Zomkings Kartenbauwettbewerb ist ja seit heute vorüber. Wir danken uns an. Ach du Scheiße. Okay. Wir danken, beziehungsweise ich möchte mich im Namen von Easy, mir und Mr. Dino, na gut, Mr. Dino eher nicht, aber ich möchte euch im Namen von mir und Easy danken für die 6 registrierten Karten. Ja, ihr müsst wissen, der Kackspaß hat nämlich keine gute Waffe. Verdient einfach nur. Jedenfalls, ich schweiße sehr ab. In den letzten 2 Minuten 30 möchte ich euch nochmal davon erzählen. Ich danke euch an dieser Stelle, dass ihr beim Kartenbauwettbewerb von Zomkings dabei genommen haben werdet. Die Gewinner werden in Bälde veröffentlicht. Und da möchte ich mich nochmal dafür. Wieso ruckelt es, obwohl ich stabile 60 Frames angezeigt kriege? Jedenfalls möchte ich mich nochmal wirklich dafür bedanken an alle, die teilgenommen haben. Meine Glückwünsche, meinen Respekt schon mal. Auch an die Top 3 Platzierungen. Ich hoffe mal, das sieht man nicht im Video, dass das gerade so abartig leckt. Komisch. Und es geht in Bälde mit weiteren Wettstreiten weiter. Freut euch drauf. Es wird ziemlich interessant werden. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, was dann sich daraus entwickelt. Weil. Naja. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Weil, wie gesagt, die Idee an sich ist mega gut. Ich feiere die total. Und dann würde ich sagen, gebe ich ihm Snake mit einem Schuss. So. Geben wir mal großzügig, geben wir ihnen Sniper mit einem Schuss. Ah. Oh ja, Trollen ist schön, Leute. Trollen ist schön. Da bin ich in 50 Sekunden offiziell ein neunfacher XP-Millionär. Ich möchte mich jetzt schon mal beim Zuschauen bedanken. Tut mir leid, dass dieser Part dann doch etwas ruhiger war. Der nächste Part wird dann etwas eindrucksvoller mit mehr Gelaber, mit mehr Geschrei und mit mehr Easy. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Naja. Noch 20 Sekunden, Leute. Und ich muss sagen, ich fühle keine Aufregung mehr. Wie gesagt, mein einziges Ziel gilt es jetzt, Flash Club mit 9,1 Millionen XP zu überholen. Und dann hoffentlich vielleicht noch den lieben Ryzik zu überholen, damit ich, wenn das Spiel bald sterben wird, das ist meine Meinung, damit ich dann vielleicht tatsächlich noch einmal Marquis werde. Nun denn, Leute, das war's von mir, das war's von meinen 20, beziehungsweise von meinem 9 Millionen Special. Ein Glückwunsch an den lieben Lowboy zu seinem neuen Level. Alter, hat er richtig losgelegt. Und ich habe soeben 9.015.933 XP gemacht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.